Er sieht sich selbst als die Krone der Schöpfung, der Homo sapiens. Kein anderes Lebewesen hat die Erde so verändert durch Erfindungen, Kriege und den Glauben an Gott. Doch woher kommen wir und wie wurden wir, was wir sind? Die Geschichte der Menschheit. Krieger und Entdecker. Jetzt in ZDF History. Das Jahr 1215. Während Europas Könige einen Kreuzzug gegen den Islam führen, wird auch China von fremden Kriegern überrannt. Die Mongolen kommen aus dem Norden. 50.000 Mann auf Pferden. Die Reiter sind gefürchtet wegen ihrer Schnelligkeit und Brutalität. Ihr Anführer Genghis Khan gilt als besonders grausam. Sein Ziel? Chengdu, das heutige Peking. Die Stadt ist von einer 30 Kilometer langen und 12 Meter hohen Mauer umgeben. Wird sie dem Ansturm der Mongolen standhalten? Eine halbe Million Menschen leben damals in Chengdu. Sie wollen ihre Stadt verteidigen, um jeden Preis. Doch haben sie eine Chance gegen die fremden Krieger, die seit 4 Jahren in China wüten? Das Nomadenvolk aus der zentralasiatischen Steppe muss expandieren. Mehrere Dürreperioden haben das Land in eine Wüste verwandelt. Das südlich gelegene China verspricht die Lösung aller Probleme. Im Reich der Mitte liegen damals die größten Städte der Welt. China war das große Los. Wer in diesem Land herrschte, hatte Zugriff auf schier unendliche Vorräte. Korn, Seide, Tee. China war reich. Deshalb hatten die Mongolen ein Auge darauf geworfen. Die Angreifer aus dem Norden verbreiten Angst und Schrecken. In den eroberten Städten massakrieren sie Kinder und vergewaltigen Frauen. Allein in Peking sollen sich 60.000 Frauen umgebracht haben. Aus Furcht vor den brutalen Kriegern. Die Erstürmung Pekings droht an der riesigen Stadtmauer zu scheitern. Auch die beste Reiterarmee der Welt scheint sie nicht überwinden zu können. Doch Genghis Khan hat einen Plan. Er zwingt chinesische Kriegsgefangene, Rammböcke zu bauen. Damit sollen die Gefangenen ihre eigene Stadt zu Fall bringen. Sie haben keine Wahl. Ein einziges Tor müssen sie aufstoßen, um das Schicksal Pekings zu besiegen. Der Durchbruch gelingt. Über 100.000 Menschen werden an einem einzigen Tag getötet. Die Stadt wird in Brand gesetzt. Das Feuer soll die Erinnerung an das alte Chengdu für immer tilgen. Historiker gehen heute davon aus, dass über 40 Millionen Menschen dem Terror Genghis Khans zum Opfer fielen. Durch seine Eroberungen hat er ein Riesenreich geschaffen. Das größte in der Geschichte der Menschheit. 4-mal so groß wie das Imperium Romanum. Für Händler erweist sich das als Segen, denn die Wege zwischen Ost und West sind jetzt sicherer.
Über die Handelsrouten gelangen viele chinesische Erfindungen nach Europa. Darunter das Schießpulver, Papier, der Buchdruck und jede Menge wissenschaftliches Know-how. Aber auch gefährliche Krankheiten breiten sich jetzt von Asien nach Westen aus. Schneller und weiter als je zuvor. 1337 gibt es in Kirgisien die ersten Pesttoten. Zehn Jahre später wütet der Schwarze Tod bereits in halb Europa. Besonders schlimm ist es in Italiens Handelsstädten. In Siena sterben innerhalb von 6 Monaten über 30.000 Menschen. Agnolo di Tura ist Händler und Stadtschreiber in der südtoskanischen Stadt. Akribisch dokumentiert er die apokalyptischen Zustände in den Straßen und Gassen. Di Tura verbarrikadiert sein Haus vor der unsichtbaren Gefahr. Feuer, Rauch und geschlossene Türen sollen die Familie vor der Pest schützen. Doch trotz aller Vorsicht erkrankt seine Frau Nico Lucia. Die Beulenpest ist entsetzlich. Es bilden sich große lilafarbene Geschwüre, die den Kranken furchtbare Angst machen und in Panik versetzen. Was damals niemand weiß, infizierte Flöhe übertragen die tödliche Krankheit. Mit ihrem Biss gelangen Pestbakterien in die Blutbahn des Menschen. Die Flöhe tragen die Krankheit in jedes Haus. Dabei reisen sie per Anhalter. Auf einem steten Begleiter des Menschen. Der Hausratte. Diese in Asien heimische Spezies gelangte mit den Römern nach Europa. Hier gedeiht sie prächtig. Auf ein Rattenpärchen kommen bis zu 2000 Nachkommen pro Jahr. Und auf jeder Ratte sitzen unzählige Flöhe. Doch diesen Zusammenhang erkennen Mediziner erst 500 Jahre später. Im 14. Jahrhundert stehen die Ärzte der rätselhaften Krankheit, die mit Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen beginnt, dann aber schnell zum Tode führt, noch ratlos gegenüber. Helfen sollen Feuer, Rauch und Gebete. Während die Seuche weiter grassiert, mutiert das Pestbakterium. Einige Erreger verbreiten sich jetzt auch durch die Luft. Heute gibt es dafür einen Namen: Tröpfcheninfektion. Die Ansteckung durch die Luft war etwas völlig Neues, die Verbreitung der Pest von Mensch zu Mensch. Siena wird durch die Pest fast entvölkert. Di Tura schreibt: Ich, Agnolo Di Tura, bestatte meine Frau und meine 5 Kinder mit meinen eigenen Händen. Das Ende der Welt ist gekommen. In ganz Europa fallen 25 Millionen Menschen der Seuche zum Opfer. Ein Drittel der Bevölkerung. Im Angesicht des Todes suchen viele Christen Zuflucht im Glauben. Das Oberhaupt der Kirche, Clemens VI., residiert damals im französischen Avignon. Hier sterben an einem einzigen Tag 1300 Menschen. Da die Friedhöfe voll sind, lässt der Papst die Toten auf einem Acker vor der Stadt begraben. Als auch das nicht ausreicht, gibt er den Fluss Rhone für Bestattungen frei. Auch der Stellvertreter Christi weiß nicht, warum Gott den Menschen eine solche Prüfung auferlegt hat. Das Massensterben stellt nicht zuletzt auch seine Autorität in Frage. As bodies floated,
Als die Leichen den Fluss hinuntertrieben, wussten die Menschen, dass der Papst ihnen nicht helfen kann. Sie glaubten, dass sich Gott von ihnen abgewandt hatte. Ein winziges Bakterium schafft, was Kriege über Jahrhunderte nicht vermochten, die Menschheit fast auszurotten. Tatsächlich trifft es weltweit über 60 Millionen Menschen. Auch in Nordafrika wütet der schwarze Tod. Doch weiter südlich bildet die Sahara eine natürliche Barriere gegen die Epidemie. Temperaturen von bis zu 60 Grad verhindern die Ausbreitung der tödlichen Bakterien. Ibn Battuta, ein Reisender aus Marokko, durchquert 1352 die Wüste. Auf der Suche nach den sagenhaften Goldstädten im Königreich Mali schließt er sich den Tuareg an, einem Nomadenvolk, das mit Salz handelt. Speisesalz ist heute Massenware und jederzeit verfügbar. Doch damals ist es rar und dadurch auch besonders wertvoll. Salz war unglaublich wichtig. Salz bedeutete Leben. Denn im Mittelalter dient Salz zum Konservieren von Lebensmitteln. Gefährliche Bakterien vermehren sich nur in feuchter Umgebung. Salz entzieht Lebensmitteln das Wasser und hemmt so das Bakterienwachstum. Nur wer Salz hat, ist auch mächtig. Ich kann doch eine Armee nicht ohne Proviant losschicken. Proviant aber verdirbt, wenn er nicht gesalzen ist. Die begehrteste Salzquelle Afrikas liegt direkt unter den Füßen der Tuareg, im Sahara-Sand. Die größte Trockenwüste der Erde war vor Millionen Jahren noch ein Meer. Es trocknete aus, übrig blieben riesige Salzflächen. Von Tagaza, wo das Salz abgebaut wird, bringen Karawanen es hunderte Kilometer weiter nach Süden, bis in die großen Städte des Königreichs Mali im Westen Afrikas. Nach 2 Monaten in der Sahara erreicht der Reisende Ibn Battuta mit seiner Karawane Timbuktu. Ihn fasziniert der sagenhafte Wohlstand des Landes, das vom Handel profitiert. Malis Herrscher gehören zu den reichsten der Welt. Die Tuareg lassen ihr Salz in Gold aufwiegen. Mali besitzt riesige Vorkommen des Edelmetalls. 2 Drittel des Goldes stammen von hier. In Timbuktu wird auch die erste Universität südlich der Sahara gegründet. Bis heute liegen tausende alte Schriftrollen in der Bibliothek, einer der wertvollsten Bestände der islamischen Welt. Studenten kamen von weit her, um die Rollen zu studieren. Es war wie das World Wide Web, aus dem man sich Informationen besorgte. Die Tuareg nehmen das eingetauschte Gold mit nach Nordafrika. Von dort bringen es Händler nach Europa, das nach den dunklen Jahren der Pest seine Wiederauferstehung feiert. Das Gold gelangt auch nach Venedig, damals eines der bedeutendsten Handelszentren der Welt. Die Hälfte seiner Einwohner fiel der Pest zum Opfer. Doch schon 3 Generationen später ist die Lagunenstadt wieder eine florierende Wirtschaftsmacht. Aus dem afrikanischen Gold werden hier Dukaten geprägt. Die erste internationale Währung der Geschichte. In Venedig ist das Bank- und Finanzwesen groß geworden. Im 15. und 16. Jahrhundert war es der Wirtschaftsstandort in Europa. Der Banco, der Tisch des Geldwechslers, hat dem modernen Bankwesen seinen Namen gegeben. Die venezianischen Dukaten bestehen aus hochwertigem Gold. Das macht sie bei den Händlern besonders begehrt. Ähnlich wie heute gewähren die Banker ihren Kunden Kredite. Die Geldgeschäfte begründen einen immensen Reichtum, von dem auch die Kunst und Architektur in hohem Maße profitieren. Die Geburtsstunde der Renaissance.
Anders als bisher rückt die Kunst den Menschen in den Mittelpunkt und nicht mehr die Verheißungen des Jenseits. Es ist der Geist der Antike, der in Italien zu neuem Leben erwacht und ganz Europa erfasst. Michelangelos David ist Ausdruck des neuen Selbstverständnisses des Künstlers. Nirgendwo sonst florieren Kunst und Wissenschaft wie in den reichen italienischen Handelsstädten Florenz und Venedig. Wir sehen es heute noch an den Kunst- und Bauwerken, den Palästen, Schulen und Akademien. Die Künste florieren immer da, wo auch das Bankgewerbe floriert. Die Wohlhabenden kauften Kunst für sich selbst, aber auch für die Ewigkeit. Dass es auch auf der anderen Seite des Atlantiks Zivilisationen gibt, wissen die Europäer damals nicht. Tatsächlich entsteht zur Zeit der Renaissance in Südamerika das Riesenreich der Inka. Wie so oft liegt die Zukunft eines Volkes in der Hand visionärer Anführer. Erste Aufzeichnungen der Inka berichten von einem jungen Prinzen und tapferen Krieger. Sein Name? Pachacutec. In der Inka-Sprache bedeutet er Eroberer der Welt. 1438 soll ihm im Traum der Sonnengott Inti erschienen sein. Der Legende nach habe er ihn ermutigt, sein Volk in eine entscheidende Schlacht zu führen. Der Anfang des Großreichs der Inka, das in den Anden im heutigen Peru gelegen hat. Auch die Maya und die Azteken errichten Hochkulturen auf dem amerikanischen Kontinent, aber tausende Kilometer weiter nördlich im heutigen Mexiko. Die Inka kennen keine Pferde. Sie wurden vor Urzeiten gejagt und ausgerottet. Sie haben keine eisernen Werkzeuge und keine Wagen mit Rädern. Doch sie haben gelernt, im unwirtlichen Hochgebirge zu überleben. Die Inka waren ein Bergvolk. Um im Gebirge Ackerland zu gewinnen, mussten sie Terrassen an den Berghängen anlegen. Noch heute findet man überall in den Anden Spuren dieser Terrassen. Tausende Meter über dem Meeresspiegel kultivieren die Inka Pflanzen, die in Europa noch völlig unbekannt sind. Kartoffeln, Tomaten und Mais. Erst 60 Jahre später gelangen diese Pflanzen mit den spanischen Entdeckern in die alte Welt. Dort werden sie die Ernährung der Menschen nachhaltig verändern. Das fruchtbare Land der Inka ruft mächtige Feinde auf den Plan. Das Volk der Chanka hat bereits mehrere Nachbarstämme ausgelöscht. Jetzt wollen sie auch die Inka unterjochen. Sie ziehen mit Usco Vilca in die Schlacht, ihrem grausamen Anführer, der vor allem eines ist: Tod. Mit dem toten König an der Spitze fühlen sich die Chanka unbesiegbar. Sie glauben, dass er durch die Priester zu ihnen spricht. In den Anden genießen die Vorfahren hohes Ansehen. Wichtige Personen wurden deshalb mumifiziert. Schon lange vor den Ägyptern haben die südamerikanischen Völker ihre Toten mumifiziert. Kinder, Erwachsene, ganze Familien. Die ältesten Mumien sind 7000 Jahre alt. Pachacutec verhöhnt die Chanka. Mit seinem Imponiergehabe will er seinen Männern Mut und seinen Feinden Angst machen, denn die Inka sind zahlenmäßig klar unterlegen. Sie wissen, dass die Chanka keine Gefangenen machen und niemand sie bis jetzt aufhalten konnte. Angesichts der feindlichen Übermacht sieht Prinz Pachacutec nur eine Chance. Er muss den mumifizierten König in seine Gewalt bringen, will er den Kampfeswillen der Gegner brechen.
Sein beherztes Eingreifen bringt die Wende. Die Chanka geben sich geschlagen. Der Sieg macht Pachacutec zur Legende. Als König der Inka gründet er ein Reich, das später weite Teile des heutigen Chile, Bolivien und Peru umfasst. Das Herrschaftsgebiet ist durchzogen von einem 40.000 Kilometer langen Verkehrsnetz aus Pfaden, das die weit auseinanderliegenden Siedlungen miteinander verbindet, auch die im Hochgebirge. Am Ende des Weges die sagenhafte Stadt Machu Picchu. Vermutlich eine Gründung Pachacutecs. Die nächsten 150 Jahre werden die Inka die Politik auf dem südamerikanischen Kontinent bestimmen. 13.000 Kilometer weiter östlich im europäisch-asiatischen Grenzgebiet stehen die Zeichen auf Krieg. Konstantinopel, das heutige Istanbul. Seit 330 nach Christus ist es die östliche Hauptstadt der christlichen Welt. Gegründet von Konstantin, Roms erstem christlichen Kaiser. Noch zu Lebzeiten beginnt Konstantin mit dem Bau einer großen Kirche. 200 Jahre wird es dauern, bis sie fertiggestellt ist. Die Hagia Sophia, die größte Kathedrale ihrer Zeit, das Symbol christlicher Macht. Die Metropole am Bosporus verbindet Asien mit Europa. Ein wichtiges Drehkreuz zwischen Ost und West, ein Schmelztiegel der Kulturen. 1453 belagern die türkischen Osmanen Konstantinopel. 70.000 Krieger warten nur auf das Zeichen ihres Anführers. Des jungen Sultan Mehmed II. Ein ebenso gebildeter wie machthungriger Feldherr. In nur 200 Jahren hatten seine Vorfahren Kleinasien und Teile Europas erobert. Seit seinem 13. Lebensjahr träumt er von der Einnahme der Stadt am Bosporus. Wie die Mongolen stammen auch die Türken aus Zentralasien. Auch sie waren einst Nomaden. 300 Jahre nach Genghis Khan verbreitet Mehmed II. Angst und Schrecken unter den Menschen. Konstantinopel hatte schon die Begierde seiner Vorfahren geweckt. Sie wollten diese Stadt unbedingt erobern, weil sie das Zentrum des Gewürzhandels war. Nicht nur Salz, auch Gewürze werden im Mittelalter zum Konservieren von Speisen verwendet. Pfeffer macht damals etwa 2/3 des Gewürzhandels aus. Mehr als 1000 Tonnen gelangen jedes Jahr von Südindien über Konstantinopel nach Europa. Der Sultan ist ein Kriegsherr mit Weitblick. Als ein Kanonenbauer aus Osteuropa ihm seine Dienste anbietet, erkennt er sofort den Wert der neuen Waffen. Denn die Metropole am Bosporus gilt als die am besten gesicherte Stadt ihrer Zeit. Sie wird von einer 21 Kilometer langen, äußerst dicken Mauer geschützt, die 30 Meter hoch ist. Mehmed stand vor der schwierigen Aufgabe, diese gewaltigen Mauern zu durchbrechen. Das hatte bis dahin noch nie jemand geschafft. Es ist der Beginn einer neuen Kriegsführung. Noch nie wurden in einer Schlacht so große und so viele Geschütze eingesetzt. Artilleriegeschütze sind schlachtentscheidend. Das zeigte sich erstmals in Konstantinopel. 53 Tage lang beschießen die Türken die Stadt. Ununterbrochen.
Die Kanonen werden immer wieder nachgeladen. Sobald ein Geschütz abgekühlt ist, folgt der nächste Schuss. Die Angreifer arbeiten in Schichten. Die Geschosse sind aus Stein und zwischen 90 und 300 Kilogramm schwer. Die großen Kanonenkugeln flogen über die Mauern in die Häuser. Beim Aufprall zersplitterte der Stein in 1000 Stücke und wirkte dabei wie ein Schrapnell. Es verletzte oder tötete alle Menschen in der Umgebung. Verzweifelt versuchen die Verteidiger, die Schäden zu reparieren, doch das Schicksal der Stadt ist besiegelt. Die Osmanen durchbrechen die Mauer. Am 29. Mai 1453 fällt Konstantinopel. Als Mehmed II. Die Stadt betritt, soll ihn das Ausmaß der Zerstörung erschüttert haben. Konstantinopel hat ein Jahrhundert lang den Angriffen der Türken standgehalten, bis Mehmed II. Kam und die Metropole einnahm. Dieser eine Moment in der Geschichte hatte große Folgen für die Menschheit. Ein großer Teil der Welt, die vorher christlich war, wurde jetzt muslimisch. Das christliche Konstantinopel wird zum islamischen Istanbul. Die große Kathedrale Hagia Sophia zur größten Moschee der Welt. Die muslimischen Herrscher kontrollieren nun die für den Westen so wichtigen Handelsrouten. Die Europäer müssen neue Routen suchen, die zu den Reichtümern des Ostens führen. Dreißig Jahre nach dem Fall Konstantinopels wagt sich ein portugiesischer Seefahrer in unbekannte Gewässer. Bartolomeu Dias. Der Abenteurer sucht einen Seeweg nach Indien und will dabei die Südspitze Afrikas umfahren. Ein riskantes Unternehmen, denn südlicher als bis nach Namibia ist noch niemand mit dem Schiff gekommen. Die Schiffe damals waren nicht leicht zu navigieren. Die Instrumente waren sehr primitiv. Und trotzdem segelten die Menschen über die Meere. Viele Schiffe kehrten nie zurück. Wie alle Seefahrer seiner Zeit orientiert sich Dias an der Küste. Doch als ein schwerer Sturm aufkommt, muss er sein Schiff ins offene Meer steuern, um nicht an der Küste zu zerschellen. Die Mannschaft entkommt dem Sturm, doch dann ist 13 Tage lang kein Land in Sicht. Dias scheint verloren auf hoher See. Er weiß nicht, was vor ihm liegt. Seine Karten sind nutzlos. Eine machtvolle Naturgewalt wendet sein Schicksal zum Guten. Eine gigantische zirkulierende Strömung unter dem Südatlantik rettet ihn und seine Männer. Sie wird durch Winde ausgelöst, die gegen die Rotation der Erde blasen. Dadurch entsteht unter der Oberfläche eine Art Förderband, das die Wassermassen vorantreibt. Fünf große Meeresströme sind heute bekannt. Der Portugiese Dias sitzt mit seinem Schiff, ohne es zu wissen, auf dem Südatlantikstrom. Wenn man in einen solchen Meeresstrom gerät, fühlt es sich an, als ob sich gar nichts mehr bewegt. Tatsächlich reißt das Meer das Schiff mit sich. Die Kenntnis über die Meeresströme revolutioniert die Seefahrt. Ein Spanier wird 20 Jahre später den Golfstrom entdecken.
Diaz weiß noch nichts von den Kräften, die sein Schiff über das Meer tragen und es direkt vor die Südspitze Afrikas treiben, ans Ziel seiner Reise. Er hatte großes Glück. Die Winde und die Strömung haben ihm geholfen. Er hat eine Reise gemacht, die er selber gar nicht richtig begriffen hat. Als erster Europäer umsegelt Diaz die Südspitze Afrikas. Er beansprucht das Land für Gott und die portugiesische Krone. Es wird unter dem Namen Kap der Guten Hoffnung bekannt. Bis nach Indien kommt er nicht. Doch 10 Jahre später vollendet sein Landsmann Vasco da Gama, was Diaz begonnen hat. Der Weg um die Südspitze Afrikas nach Indien wird innerhalb von 50 Jahren eine der meistbefahrenen Seerouten der Welt. Inzwischen hat ein Mann aus Mainz eine bahnbrechende Erfindung gemacht. Johannes Gutenberg. Die neue Technik führt die Menschheit ins Informationszeitalter. Mainz 1450. Bücher werden damals nicht gedruckt, sondern mit Feder und Tinte von Hand geschrieben. Die Kopie einer Bibel kann bis zu 3 Jahre dauern. Johannes Gutenberg will das ändern und experimentiert mit einem besonderen Verfahren. Es ist eine der sensationellsten Erfindungen überhaupt. Ihre Bedeutung kann man gar nicht hoch genug schätzen. Während die Europäer ihre Bücher abschreiben, um sie zu vervielfältigen, kennen die Chinesen schon seit etwa 700 Jahren den Holztafeldruck. Doch er ist aufwendig und langsam. Gutenberg hat die Idee, Lettern aus Metall zu gießen. Sie sind frei beweglich und lassen sich zu einer unendlichen Vielfalt von Wörtern und Sätzen anordnen. Auch die geeignete Tinte entwickelt er selbst. Zum Druck benutzt er eine umgebaute Weinpresse. Er experimentiert jahrelang, bis das Verfahren ausgereift ist. Mehrmals steht er vor dem finanziellen Ruin. Am Ende präsentiert er den Geldgebern seinen größten Erfolg: die gedruckte Gutenberg-Bibel. Bücher können jetzt sehr viel schneller produziert werden. Der Beginn des Informationszeitalters. Als das Wissen auf diese Weise vervielfältigt wurde, hatten auch normale Menschen Zugriff darauf. Das Ganze lässt sich gut mit der Erfindung des Internets vergleichen. Dreißig Jahre später wird ein Bestseller einen Mann dazu inspirieren, über den Ozean zu segeln und eine neue Welt zu entdecken. Vielleicht hätte es die Reise ohne die Erfindung des Buchdrucks erst gar nicht gegeben. Die Küste vor Portugal 1476. Ein italienischer Seefahrer wird Opfer von Piraten und seinem scheinbar sicheren Tod überlassen. Er stammt aus Genua und fuhr schon mit 14 Jahren zur See. Sein Name Christoph Kolumbus. Später ist er überzeugt, dass Gott ihn nicht ohne Grund gerettet hat. Ist er wirklich ein Träumer, wie manche meinen? Oder ist er ein Visionär? Kolumbus lässt sich in Lissabon nieder, damals ein bekanntes Zentrum der Seefahrt. Auch sein Bruder Bartolomeo lebt hier, er arbeitet als Kartograf. Er wird Kolumbus helfen, seinen Traum zu verfolgen. Kolumbus hatte große Ambitionen. Er wollte seiner Familie ein besseres Leben ermöglichen und Aristokrat werden, ein Edelmann. Da fällt ein 200 Jahre alter Reisebericht in seine Hände. Die Wunder der Welt von Marco Polo. Nach der Bibel das zweitmeist gedruckte Buch in Europa. Das Original mit Kolumbus' Anmerkungen liegt heute im Museum in Sevilla. Es ist die Geschichte eines venezianischen Kaufmanns und seiner Reisen in den Osten. Durch das Heilige Land, Mittelasien und weiter zu den exotischen Städten Chinas. Marco Polo schreibt: Es fällt mir schwer, die Herrlichkeit dieser Provinz zu schildern.
Hier weben sie goldene Stoffe und seidene Tücher. Kolumbus träumt davon, ein zweiter Marco Polo zu werden. Zusammen mit seinem Bruder Bartolomeo schmiedet er einen Plan. Er will nach Osten gelangen, indem er nach Westen reist. Nicht auf dem Landweg wie Marco Polo, sondern über den Atlantik. Die Kartenzeichner dieser Zeit wissen nichts von Amerika. Für sie existiert der Doppelkontinent nicht. Sie glauben, dass ein gewaltiger, unpassierbarer Ozean zwischen Europa und Asien liegt. Kolumbus hält das für einen Irrtum. Er meint, dass Europa und Asien viel näher beieinander liegen und es recht einfach sei, westwärts nach China zu segeln. 15 Jahre lang versucht Kolumbus, sein wagemutiges Vorhaben zu finanzieren. Die Herrscher von Portugal, Venedig und Genua weisen ihn ab. Erst der spanische König Ferdinand und Königin Isabella stellen ihm etwas Geld zur Verfügung. Gerade so viel, dass er die Expedition starten kann. Nach 5 entbehrungsreichen Wochen auf See ist endlich Land in Sicht. Kolumbus glaubt, dass es sich um Japan handelt. Ein Trugschluss. Tatsächlich sind es die Bahamas, eine Inselgruppe vor der Küste Nordamerikas. Seit seiner Besiedlung vor gut 15.000 Jahren war der Kontinent nahezu isoliert. Zwei Welten treffen aufeinander. Es war nicht nur ein großer Moment in der Geschichte, sondern auch für unser Leben. Die Bahamas sind die Heimat der Taino. Aus seiner europäischen Sicht erscheinen ihm diese Menschen sehr groß, kerngesund, gut aussehend und gewöhnt an ein Leben im Überfluss. Kolumbus erinnert sich an das erste Treffen. Sie riefen uns ständig etwas zu und dankten Gott, als ob uns der Himmel geschickt hätte. Ich überreichte ihnen rote Kappen und Perlen, die ihnen sehr gefielen. Sie waren uns sehr zugeneigt. Kolumbus wird als Held nach Spanien zurückkehren. Doch die neue Welt, die er betrat, wird nie mehr dieselbe sein. Hasardeure und Eroberer suchen hier ihr Glück, auf Kosten der Völker, die sie unterjochen wollen. Es trifft auch das Reich der Azteken. Die Hauptstadt Tenochtitlan, das heutige Mexico City, ist damals eine der größten Metropolen der Welt. Größer als London, Paris oder Rom, mit fließendem Wasser und mehrstöckigen Häusern. Im Herzen der Stadt steht ein 60 Meter hoher Steintempel, das religiöse Zentrum der Azteken. Hier huldigen sie den Göttern des Himmels, der Erde und der Unterwelt. Die Azteken sind ein Volk von Baumeistern, Künstlern und Mathematikern. Es herrscht allgemeine Schulpflicht und es gibt Gesetze gegen Trunkenheit und Diebstahl. Sie liebten Kunst, Poesie und Literatur. Es war eine sehr zivilisierte Gesellschaft. Doch es gibt auch eine dunkle Seite. Die Azteken glauben, dass sie ihren Göttern Blutopfer bringen müssen, um sie zu besänftigen.
Regelmäßig führen sie Kriege gegen andere Völker, die nur einem Zweck dienen, der Menschenjagd. Die Gefangenen wollen sie den Göttern opfern. Unter ihnen ein berühmter Anführer eines verfeindeten Stammes. Er soll bis zum Tod gegen die Elitesoldaten der Azteken kämpfen. Die Jaguar-Krieger, wie sie heißen, machen ihrem Namen alle Ehre. Ihre Waffen bestehen nicht aus Metall, sondern aus Obsidian, einem vulkanischen Gesteinsglas. Es ist so scharf, dass auch heute manche Chirurgen es dem Stahl vorziehen. Es ist das schärfste Material, das wir kennen. Man kann damit einen Menschen in zwei Teile schneiden. Die Waffe der Gefangenen, ein einfacher Holzknüppel mit Federn. Die Jaguar-Krieger fügen ihrem Opfer Schnittwunden zu, um es zu schwächen. Seine Tapferkeit macht ihn zur Legende. In Mexiko ist der Name Tlahuicole bis heute nicht vergessen. Es gibt ein Denkmal und ein Stadion, das nach ihm benannt ist. 8 Männer tötet er, bevor er selbst zu Boden geht. Der Krieger, der ihn umbringt, wird Tlahuicoles Haut abziehen und sie 20 Tage lang tragen. Seine Familie wird das Fleisch des Opfers essen und damit auf göttliche Gnade hoffen. Aztekenpriester opfern jedes Jahr tausende Männer, Frauen und Kinder. Bis zu 20.000 während einer einzigen Zeremonie. Tlahuicoles schlagendes Herz wird dem Gott der Sonne und des Krieges dargeboten, dem Beschützer des Universums. Doch die Herrschaft der Azteken über die Völker Mexikos wird nicht mehr lange währen. 1519 marschiert der Spanier Hernán Cortés in die Hauptstadt Tenochtitlan. Unter den Völkern, die von den Azteken unterjocht wurden, findet er zahlreiche Verbündete. Cortés will das Aztekenreich für die spanische Krone erobern. Ihn lockt vor allem der legendäre Goldschatz und die Aussicht auf unermessliche Beute. In einem Handstreich nimmt er den Aztekenkönig Montezuma als Geisel. Doch sein Plan geht nicht auf. Das Volk revoltiert. Die Spanier sind den Azteken nicht dauerhaft gewachsen. Ihre Feuerwaffen machen die zahlenmäßige Unterlegenheit nicht wett. Cortés und seine Männer müssen fliehen, doch zuvor plündern sie noch die Schatzkammern. Nicht die Feuerwaffen der Spanier besiegen die Azteken, sondern die Krankheiten, die sie aus Europa mitgebracht haben. Monatelang grassieren die Pocken in Tenochtitlan. Die Hälfte der Einwohner fällt ihnen zum Opfer. Der Anfang vom Untergang des Aztekenreichs.